Ja, hallo liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie aus unserem Spontanstudio, was hier entstanden ist. Wir sind heute wirklich ganz spontan hier zusammengekommen. Ich freue mich sehr, dass ich hier mit Christina und mit Roberto sein darf. Und wir haben beschlossen, wir möchten für euch ein kleines Interview machen, und damit die beiden sich vorstellen können, weil das Tolle an beiden ist, sie sind so unterschiedlich und sie sind doch für dasselbe Ziel hier, und sie machen das auf ganz, ganz unterschiedliche Art, und doch haben sie so viel gemeinsam. Und ich möchte mit dir beginnen, Christina. Ich möchte dich fragen, Christina ist hergekommen auf die Erde, für die, die sie noch nicht kennen, noch nie gesehen haben. Sie hat ihr Bewusstsein nicht vergessen, so wie das die meisten von uns vergessen haben. Sie ist mit ihrem vollen Bewusstsein hierher gekommen und sie hat nie vergessen, dass sie hier auf der Erde eine Mission hat. Das war ihr immer klar. Und ich möchte dich jetzt fragen, kannst du für die Zuschauer kurz sagen, was ist deine Mission hier? Weshalb bist du hier bei uns auf der Erde? Dass mehr Bewusstsein wieder hierher kommt. Und dass wir uns wieder daran erinnern, was wir wirklich sind. Dass wir eigentlich Liebe sind. Und dass das zum Teil nur ein bisschen begraben wurde. Und dass wir uns ja nur erinnern müssen. Woran? An die Liebe, an das, was wir wirklich sind. Weil nur wenn wir jetzt wie keinen Zugang dazu haben, heißt das ja nicht, dass wir das nicht sind. Es ist einfach unbewusst. Und wenn wir mehr aufwachen, dann bekommen wir wieder bewusster Zugang dazu. Und wir erinnern uns dann nur an was. Also wir müssen uns dann nicht von A nach B entwickeln. Weil wir waren es ja immer. Wir hatten einfach keinen Zugang dazu. Ja, danke Christina. Das kommt ja auch ganz, ganz stark raus, wenn man deine Bücher liest, wenn man in deine Seminare kommt. Es ist wirklich so, wir bekommen auch sehr, sehr viele Rückmeldungen, dass die Menschen sich wirklich ganz tief innen berührt fühlen. Und die Rückmeldungen sind wirklich so, dass die Menschen sagen, sie erinnern sich wieder. Und sie bekommen wieder mehr die Verbindung zu ihrer Seele. Könnte man das auch so sagen? Ja? Ja. Okay. Ja, Roberto. Ich möchte auch ganz kurz Roberto vorstellen, so gut ich das kann. Roberto ist auch mit einer Mission hier. Er hat einen ganz anderen Weg, ist er gegangen als Christina. Und er bringt auch die Menschen, man könnte sagen, wieder in ihre Eigenverantwortung, indem er sie Techniken lehrt, Selbstheilungstechniken. Und darf ich dich bitten, Roberto, dazu etwas zu sagen? Ja, ich finde es schön, was Christina gesagt hat, dass wir uns nicht entwickeln müssen. Wir müssen nur erkennen, wieder das, was wir eigentlich sind, dass wir eigentlich Liebe sind, das, was zugeschüttet ist. Wir haben einfach vergessen, wer wir sind, oder man hat es uns vergessen lassen. Und das versuche ich den Menschen auch, den Teilnehmern zu zeigen, ihr Licht zu zeigen, und vor allem zu zeigen, wie sie ihr Licht nach oben holen. Ja, dieses Licht, weil dieses Licht, wenn du in diesem Licht bist, bist du in deinem Urvertrauen. Und ich denke, darum geht's ja, wie Christina auch so schön sagt. Es geht ja um die Liebe. Im Endeffekt geht's immer um die Liebe, oder, Christina? Nicht wahr? Es geht eben immer um die Liebe. Und unser Weg ist ein ganz ähnlicher Weg, finde ich, was ich und Christina machen. Obwohl wir verschieden sind, sind wir doch sehr
weil wir ja alle ja eins sind. Und deshalb macht, versucht jeder die Menschen zu erreichen und zu zeigen, ihr seid das Licht, ihr seid der Weg, ihr seid die Wahrheit, ist eure Wahrheit. Ihr müsst es nur erkennen und wir müssen uns da nicht weiterentwickeln, weil wir sind schon entwickelt. Wir sind ja schon als erleuchtete Wesen hier. Nur man hat halt dieses Wissen, dieses Licht, wie Christina auch gesagt hat, verschüttet. Also man könnte sagen, wir müssen uns schon entwickeln im Sinn von auswickeln. Ja, genau, das ist gut. Oder? Das ist gut, könnte man das so sagen? Würdest du auch beipflichten, Christina, dass wir eigentlich über dem, was wir eigentlich sind, also unser inneres Licht oder unsere innere Essenz, da haben sich durch verschiedene Umstände Schichten gelegt, oder kann man das so sagen? Christina, du hast es neulich auch so schön gesagt, was geschieht, wenn wir inkarnieren? Also was ist es denn, was uns abtrennt von unserer inneren Essenz? Also es fängt ja nicht schon da an, dass wenn wir hier inkarnieren, dann landen wir in einem Körper und da sind ja schon mehrere Generationen drin von Mustern und Vorstellungen, die eigentlich gar nicht mehr aktuell sind. Aber wir haben die denn da schon drin. Und nur schon darum werden wir ja ein bisschen seltsam. Seltsam ist gut. Ja. Und das andere ist halt, was wir selber mitbekommen. Weil wenn wir vergessen, wer wir wirklich sind und unser Licht vergessen, dann ist da unbewusst wie so eine Leere und wir wollen die ja dann füllen. Und weil wir aber vergessen haben und vergessen haben, dass wir vergessen haben, können wir dann nur diese Leere mit dem füllen, was uns die Gesellschaft sagt oder mit was wir erzogen werden oder die Schule. Und ja, weil wir eben vergessen haben, dass wir vergessen haben, gehen wir dann davon aus, dass das stimmt und laufen dann damit herum. Und das können wir eigentlich erst dann wieder auflösen, wenn wir merken, dass wir ja gar nicht wirklich das sind, von dem wir dann dachten, dass wir das sind. Und da ist natürlich Roberto mit seinen Techniken, also ich durfte auch schon an seinen Seminaren mit dabei sein und es ist ganz wunderbar, was Roberto für Techniken lehrt, wie man eben genau diese Blockaden oder diese Schichten oder diese Traumata, die man mit sich trägt, die eigentliche Essenz verbergen oder verdunkeln können, auflösen kann. Das ist dein Spezialgebiet, Roberto. Ja, das Vergessene, wer wir eigentlich sind, weil ich sage auch gerne, wenn wir in den Spiegel schauen, sehen wir nicht das Wesen, was wir eigentlich sind, sondern das, was man uns vorgegaukelt hat oder anerzogen hat, so Schule, Kirche, Eltern, was auch immer. Und das versucht dann durch diese Techniken, dass sie selber aufdecken, sie selber, um zu erkennen, wer sie eigentlich sind, dass sie eigentlich wahre Schöpferwesen sind und dass sie hier viel mehr sind, als sie sich je erträumen haben oder können. Möchtest du kurz darüber sprechen, wie dein Weg war oder wie du zu diesen Techniken gekommen bist? Ja, indem ich natürlich sterbenskrank war, sagt man so schön, totgeweiht, aufgegeben und durch die Medizin am Leben erhalten wurde, aber nicht heilen durfte dadurch und dann irgendwann genug hatte von diesen ganzen medizinischen Wegen und dann in die andere den anderen Weg suchte, weil ich wusste, auch bei mir wusste ich, das kann es nicht sein, hier zu sein und nur zu leiden und so weiter. Und dann begann dieser lange, 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 wunderschöne Leidensweg, um durch die Hölle, um in den Himmel zu kommen, um mich zu befreien, sage ich mal.
Und was ich dann jetzt seit den letzten Jahren mache, dass ich dieses Wissen einfach, wo ich lernen durfte, dass wir Schöpferwesen sind und dass wir Unmengen an Potenzial haben, ist nur zugeschüttet, wie sie es so gesagt hat, zugeschüttet. Wir haben vergessen, wer wir sind. Und das ist schön gesagt, vergessen, dass wir vergessen haben, dass ja, das war gut. Ja, und das ist dieses Vergessene wieder nach oben holen. Ich sage, wow, ich bin ja was ganz Tolles. Ja, ich bin es wert, geliebt zu werden. Ich bin es wert, glücklich zu sein und so weiter. Und das dann weitergebe. Und das macht schon eine riesen Freude zu sehen, wenn das Leuchten in den Augen, wenn die Menschen erwachen. Das Bewusstsein einfach, weil normal entwickeln, brauchen die sich nicht. Die haben das ja schon alles in sich, aber es ist halt nur verborgen, vergessen. Also ich finde es ganz toll. Ihr seid wirklich beide für die Liebe unterwegs. Beide lehrt ihr auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise. Ihr, für meine Begriffe, ergänzt ihr euch beide so wunderbar. Christina erreicht die Menschen ganz direkt im Herz und Roberto zeigt Wege, wie man sich selbst befreien kann. Und wenn man ja dann in seiner Essenz ist, dann führt es notgedrungen dazu, dass man wirklich für die Liebe unterwegs ist und dass man auch Achtung und achtsam umgeht mit allem, mit Tieren, mit Pflanzen, mit seinen Mitmenschen natürlich sowieso. Und Roberto, du engagierst dich auch für Tiere. Ja, ganz stark sogar, weil ich sag's immer, ich wiederhole mich ja eigentlich immer, aber muss ich was Neues erfinden, wenn die Wahrheit bedarf ja eigentlich auch weniger Worte. Ich sehe halt, die Tiere sind unsere Schutzbefohlenen und sie können sich nicht sagen, wehren wie wir. Ja, und deshalb macht es mir riesen Freude für die Menschen natürlich, es ist für die Tiere da zu sein und für die Umwelt. Weil wir alle ja eins sind. Wir sind ja alle, ich sag mal, ein Körper, ein Wesen, ein Herz. Und wenn ein Teil des Herzens Schmerzen hat, dann leidet das ganze Herz. So ist es. Christina, du sprichst auch von uns als einem Wesen. Du sprichst oft vom Kollektivfeld. Und kannst du was drüber sagen? Also wenn wir jetzt nochmal die Tiere in Verbindung bringen mit dem Kollektivfeld, was geschieht? Also aus energetischer Sicht durch das Leid, was den Tieren zugefügt wird? Das geht ja auch ins Kollektiv rein und hat ja zum einen dann halt auch eine Wirkung auf alles und zum anderen fällt das ja irgendwann auf uns wieder zurück. Das heißt, also dass wir jetzt gerade auch eine Situation haben, wo wir sagen können, könnte ein Teil davon eine Auswirkung sein, von dem, was wir den Tieren immer so achtlos angetan haben? Wir wussten es ja auch nicht besser, wir sind ja so erzogen worden. Aber jetzt spricht man in Bezug auf uns Menschen von Herdenimmunität. Ja. Ja. Wie seht ihr das? Könnte das eine Wirkung sein? Auswirkung? Du was sagen, Christina? Ich kann mir das schon vorstellen, ja. Ja, also gell, Herdentiere, Schafe, ja, die kann man lenken. Das spricht man bei Menschen von Herden und so weiter, Immunität. Also da denke ich mal, da sollte man schon ein bisschen aufwachen oder sich Gedanken drüber machen. Ja, also wir können uns die Welt erschaffen, wie sie uns gefällt, wie schön heißt, ja, im Endeffekt wird alles gut, nicht wahr? Aber es liegt an uns, wie schnell das passiert. Also umso mehr in diese Wachbewusstsein kommen und sagen, okay, ich nehme das Zepter selbst in die Hand und lass mich nicht einfach immer nur, was vom Äther kommt, das ist die Wahrheit, sondern mehr in mich hineingehe, mich hineinfühle, in meine Intuition, in meine Seele, mit Gespräche und so weiter, mehr auf mich höre, statt nachher im Außen, das ist das, was ich mir wünsche. Ja. Möchtest du noch was sagen dazu, Christina? Wir hatten vorher mal drüber gesprochen,
dass wir uns derzeit eigentlich auch in einem Bewusstseinskrieg befinden. Ja, es geht ja um unser Bewusstsein und du möchtest mehr Bewusstsein hier auf die Erde bringen. Ja, und gerade, also wie du jetzt gesagt hast, in der jetzigen Zeit, das ist ja wirklich wie ein Bewusstseinskrieg. Und dass es ja wichtig ist, dass wir aus der Angst rausgehen. Weil in der Angst, da werden wir auch nie Lösungen finden. Und da können wir auch nicht mehr klar denken. Und dann sind wir so eng energetisch, wenn wir Angst haben. Da kann die Lösung gar nicht in uns reinpassen. Und nur schon aus dem Grund, dass wir aus der Angst rausgehen. Aber auch, dass wir, was wir dann ins Kollektiv geben. Weil das, was wir fühlen und was wir denken, das geht ja in dieses Kollektiv und hat dann eine Wirkung auf alles. Und wenn wir wollen, dass die Erde schöner wird, dann muss sich ja das Kollektiv ändern. Und das Kollektiv, das ändert sich nur durch die einzelnen Menschen. Also müssen wir bei uns selber anfangen. Also mit Kollektiv meinst du, dass wir alle zusammen als Menschen, jeder einzelne Mensch, wie eine Zelle ist im ganzen großen Menschheitskörper? Ist es das, was du meinst? Und dass dann deshalb jeder Einzelne eine ganz große Verantwortung hat, ob er jetzt eine Zelle ist, die zur Gesundheit dieses Menschheitskörpers beiträgt oder eben nicht? Und dass es eine Wahl ist auch irgendwie, ja, oder? Und dass wir, weil wir ja alle verbunden sind, dass wir ja auf alle auch eine Auswirkung haben. Und wenn es uns jetzt gut geht, dann gibt es ja Menschen, die sind sich da nicht sicher, ob das so viel bewirkt. Weil sie dann vielleicht keine Änderung sofort sehen. Aber wir wissen ja nicht, ob die Freude, die wir dann ins Kollektiv schicken, ob die dazu führt, dass in China jemand anfängt zu lachen. Aha, toll. Wir sehen ja nur so einen kleinen Ausschnitt. Und anhand von dem beurteilen wir dann, dass es 10 Sekunden später keine Wirkung hat auf andere. Aber wir wissen ja nicht, was außerhalb von diesem kleinen Ausschnitt wegen uns passiert. Ja, du zeigst auf, wie alles mit allem zusammenhängt und wie die Verantwortung bei jedem von uns liegt und es beginnt immer mit uns. Roberto? In der Angst verkrampft alles. Wenn du verkrampft bist, verkrampft das Herz, verkrampft dein ganzes Feld. Und wie sie schön sagte, da kann ja nichts rein. Ja, weil, und die Angst ist genau das Gegenteil von Liebe. Wenn du in der Liebe bist, dann löst sich die Angst auf, es entkrampft sich alles. Und ich verstehe natürlich die Menschen in dieser heutigen Zeit. Ich habe ja auch Kinder. Da ist es leicht zu reden, hab keine Angst, komm mit deinem Urvertrauen, mach Selbstliebe. Und wenn man, da hat man Kinder und man weiß genau, was passiert und hört hier das und man hat Angst um die Eltern, um die Umwelt, um seine Tiere. Und es gibt ja keine Abkürzung. Wir können im Kollektiv wirklich die Erde schon verändern zum Wohle des Ganzen. Aber wir kommen nicht drum herum, dass jeder Einzelne anfängt. Das ist, in dem Augenblick, wo jeder Einzelne anfängt, haben wir das Kollektiv. Und damit erreichen wir unvorstellbar viel. Oder was sagst du dazu? Ja, wir hattet ihr beide die Idee,
Das passt jetzt gerade, weil es ist ja auch so gut zu wissen, dass wir nicht alleine sind. Und auch wenn wir wissen, ja, es fängt bei uns selbst an, aber dann zu wissen, dass wir nicht alleine sind. Und ihr hattet vorhin die Idee, um, was war das? Sonntag. Jeden Sonntag 21 Uhr. Mhm. Wow. Und es werden ganz, ganz viele Leute, weil ich weiß, dass da dieses Interview von ganz, ganz vielen jetzt gesehen wird. Und wenn wir uns alle treffen am Sonntag, jeden Sonntag um 21 Uhr und gemeinsam dieses Feld kreieren, möchtet ihr noch was dazu sagen, was dann geschieht? Wow. Ja, weil wenn wir alle dann die Welt, jeder für sich die Welt erschafft, wie er sich's vorstellt, also eine schöne Welt, im Kollektiv, und das jeden Sonntag circa 21 Uhr, also keine halbe Stunde hin und her, aber das an Hunderttausende machen, damit erschaffen wir automatisch, setzen wir was in Bewegung, dass die Liebe ihn einfach nicht aufzuhalten ist und eine schöne Welt, die wir eigentlich wollen. Aber die geht dann, genau da ist es ein super Werkzeug, wenn wir gemeinsam im Kollektiv jeden Sonntag um 21 Uhr eine halbe Stunde hin oder her das machen und auch am besten jeder Mensch jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit. Das macht ja auch schon viel aus. Aber zusammen, immer sonntags, 21 Uhr, denke ich mal, ist eine gute Zeit. Wenn man es um 20 Uhr macht, ist doch auch gut. Hauptsache, wir machen es im Kollektiv. Möchtest du noch was dazu sagen? Was machen wir dann? Stellen wir uns die heile Welt vor? Oder die Kraft unserer Gedanken, wie die genau wirkt? Also wenn wir uns da die heile Welt vorstellen, dann fühlen wir das ja. Also ein Bild, wir stellen uns ein Bild vor von der Welt, wie sie wäre, wenn alles gut wäre. Wenn es allen gut ginge. Und dann fühlen wir das. Ja, und dieses Gefühl, das sorgt dann dafür, dass sich das schneller manifestiert. Okay. Weil wir brauchen zwar unsere Gedanken, dass wir Dinge fühlen können, aber das, was das manifestiert, sind unsere Gefühle. Also die Gedanken kommen zuerst und die erschaffen die Gefühle und die Gefühle sind das, was schaffen die Realität. Die Realität schafft. Wow. Wollen wir das zusammen machen? Das machen wir doch, oder? So was. Oh, ich finde das so toll. Jeden Sonntag, 21 Uhr. Ja. Möchtet ihr abschließend noch was sagen? Also ich bin happy, dass wir hier zusammen machen. Weil ich denke, die Menschen, die brauchen Hoffnung. Die brauchen irgendwas, egal was es ist. Ja. Und irgendwann muss man ja anfangen. Und ich denke mal nochmals, wir haben es ja erfahren, Christina und ich auch, wenn man den Menschen Hoffnung gibt und was in die Hand gibt, dann tut sich bei ganz vielen was. Und nur wenn viele dabei sind, lässt sich was verändern. Ja, oder wie siehst du das, Christina? Ja, auch so. Und dass wir einfach wissen, dass am Ende alles gut wird. Weil das, was man jetzt probiert, ist ja nur, die Liebe aufzuhalten. Aber Liebe kann man nicht aufhalten. Man kann sie jetzt höchstens probieren zu verzögern. Und wenn wir ganz viele positive Dinge ins Feld setzen, wie jetzt das mit dem Sonntag, dann verkürzt sich diese Verzögerung. Das ist schön. Und das finde ich ein ganz, ganz tolles Schlusswort. Die Liebe kann man nicht aufhalten. Und ja, ich habe mich total gefreut, dass das jetzt hier zustande gekommen ist. Und ich möchte mich von Ihnen allen verabschieden. Aber nicht für lange, weil wir sehen uns ja jetzt jeden Sonntag um 21 Uhr. Und vergessen Sie nicht, am Ende wird alles gut.